herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Anna und willkommen auf meinem Kanal. Heute filme ich einen kleinen Rückblick oder Überblick über das erste Semester im Modellstudiengang. Ich bekomme immer wieder viele Fragen dazu und habe euch dann auf Instagram gefragt, ob ihr Interesse an einem solchen Video hättet. Und habe total viel positives Feedback bekommen, also danke erstmal dafür. Ich werde euch heute einfach einen kleinen Überblick über den Aufbau des ersten Semesters geben, aber auch so ein bisschen von meinen persönlichen Erfahrungen und Eindrücken berichten. Und vorab, der Modellstudiengang oder Modellstudiengänge sind grundsätzlich an jeder Uni unterschiedlich, deswegen ist das nicht repräsentativ für den Modellstudiengang generell, sondern nur für den Modellstudiengang in Berlin. Behaltet es im Hinterkopf, Modellstudiengänge und grundsätzlich das Studium Humanmedizin kann je nach Uni doch ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sein. Letztendlich lernen natürlich alle dieselben Inhalte, aber die Struktur, der Aufbau der einzelnen Semester kann sich doch recht viel unterscheiden. Mein erstes Semester ist einfach in 2 Wochen vorbei. Das kann ich noch gar nicht ganz glauben. Das ging total schnell. Und ich muss sagen, ich freue mich schon total aufs zweite Semester. Ich hatte trotz Corona und trotz Online-Uni einen sehr schönen Uni-Start, ein sehr schönes Semester. Ich kann in diesem Video natürlich nicht viel über den Modellstudiengang oder das Medizinstudium im Ganzen sprechen, weil ich halt erst ein Semester fast fertig habe. Aber in Zukunft könnte ich gerne nach jedem Semester so einen Überblick, so einen Rückblick filmen. Wenn euch das interessiert, lasst mich das gerne wissen. Dann könnte ich immer, ja, wenn ich ein Semester abgeschlossen habe, so ein bisschen darüber berichten, wie das aufgebaut war, was ich gelernt habe, was man vielleicht zu beachten hat und könnte euch da meine persönlichen Eindrücke schildern. Lasst mich gerne mal wissen, ob euch das interessieren würde in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, legen wir auch mal los. Erstmal ganz grob, was ist überhaupt ein Modellstudiengang? Es gibt ja den traditionellen Regelstudiengang Medizin. Da hat man eine strikte Auftrennung von Vorklinik und Klinik. In den ersten beiden Jahren hat man verschiedene Fächer, Anatomie, Physiologie, Naturwissenschaften, Biochemie und das Ganze eben in Fächer unterteilt. Und dann in der Klinik beschäftigt man sich mit den ganzen Erkrankungen. Das heißt, in den ersten beiden Jahren beschäftigt man sich damit, wie der Körper aufgebaut ist, wie der Körper funktioniert. Und dann in den 3 darauf folgenden Jahren beschäftigt man sich mit den Erkrankungen. Im Modellstudiengang ist das im Prinzip auch so, dass man sich in den ersten beiden Jahren vor allem so mit Anatomie, Physiologie und Biochemie beschäftigt. Natürlich auch noch ein paar andere Sachen, aber das würde ich sagen, sind so die 3 Hauptfokusse. Darunter fällt ja auch sehr viel. Allerdings ist es im Modellstudiengang so, dass man diese strikte Auftrennung von Vorklinik und Klinik nicht mehr hat. Man lernt also auch schon in den ersten beiden Jahren des Studiums immer wieder klinische Inhalte und bekommt immer, wenn man die ganze Theorie lernt, gerade Biochemie, Physiologie, dann auch die klinischen Bezüge. Bei uns ist das so gestaltet, dass wir dann auch einmal die Woche eine klinische Vorlesung haben, aber darüber erzähle ich später mehr, wie so die Woche aussieht. Ja, auf jeden Fall ist das so ein wesentlicher Unterschied. Es gibt diese ganz klare Trennung zwischen Vorklinik und Klinik nicht. Und ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, dass man keine Fächer hat. Wir haben Module und beschäftigen uns dann immer einen Monat lang mit einem Oberthema und dann geht es weiter mit dem nächsten Modul. Und jedes Semester, also auch das erste Semester, ist in 4 Module aufgeteilt. Ein Modul ist immer 4 Wochen lang. Modul 4, wo ich gerade noch drin bin, ist allerdings nur 3 Wochen lang. Und die einzelnen Wochen sind immer nochmal in Unterthemen aufgeteilt, das heißt 4 Stück pro Modul. Unser Modul 1 im ersten Semester war vor allem eine Einführung in das Studium. Deswegen werde ich darauf nicht konkreter eingehen, weil die Inhalte nicht prüfungsrelevant sind, sondern werde im Folgenden über Modul 2 bis 4 ein bisschen berichten. Generell lag der Fokus im ersten Semester oder liegt der Fokus, ich bin ja noch im Semester, sehr viel auf Biochemie und dann auch ein bisschen Physiologie. Im Regelstudiengang hat man ja, glaube ich, auch am Anfang des Medizinstudiums so Chemie, Physik, so die naturwissenschaftlichen Grundlagen auch als Fächer. Das haben wir nicht, sondern wir behandeln die naturwissenschaftlichen Grundlagen, die für das Verständnis von Biochemie oder Physiologie notwendig sind, dann immer direkt in Bezug auf das Thema, für das wir sie brauchen. Was ich persönlich total schön finde, weil man dadurch auch direkt weiß, wofür man das braucht und den Zusammenhang einfach besser versteht. Wie gesagt, ist der Aufbau, die Struktur der ersten beiden Jahre anders. Ich glaube, Biochemie macht man im Regelstudiengang meistens im 3. Semester
und man fängt mit Anatomie an. Wir haben Anatomie erst im dritten Semester, fangen vor allem mit Biochemie an und eben Physiologie. Wie gesagt, lernen wir dann die naturwissenschaftlichen Grundlagen, die wir brauchen, immer in Bezug auf das Thema, für die sie gebraucht werden. Und kurz zu den Naturwissenschaften generell. Ich will euch da ein bisschen die Angst nehmen. Es ist wirklich gut machbar. Ich hatte selber vom Studium ein bisschen Angst vor den Naturwissenschaften, weil ich gerade in Chemie nicht viele Vorkenntnisse hatte. Aber ich hätte mir da echt nicht so viele Sorgen machen müssen, denn man kommt da gut rein, solange man sich hinsetzt und sich das selbst ein bisschen beibringt und ein bisschen Mühe reinsteckt, das zu lernen, ist das wirklich gut machbar. Man wird langsam an die Inhalte rangeführt und wächst dann mit den Anforderungen, die mit der Zeit natürlich ein bisschen komplexer werden. Also macht euch nicht vor Studienbeginn schon verrückt. Ja, jetzt werde ich vielleicht mal auf die einzelnen Module eingehen. Wie gesagt, Modul 1 war nur so eine Einführung. Da haben wir so ein paar Grundlagen gelernt, ein bisschen naturwissenschaftliche Grundlagen, ein kleines bisschen Anatomiegrundlagen und so, aber das ist nicht prüfungsrelevant, deswegen werde ich darauf nicht konkret eingehen. Aber ja, der erste prüfungsrelevante Monat, Modul 2, war eigentlich komplett Biochemie. Da haben wir uns vor allem eben mit Proteinen, Lipiden, Kohlenhydraten und Nukleotiden beschäftigt. Einfach so einen Monat lang die biochemischen Grundlagen gelernt. Im dritten Modul hatten wir auch noch viel Biochemie. Da ging es dann viel um die ganzen Stoffwechselprozesse. Da haben wir also Glykolyse, Gluconeogenese, Atmungskette, Citratzyklus, Beta-Oxidation, diese ganzen Prozesse gelernt. Und grundsätzlich war so das Oberthema von Modul 3 so Zellbiologie. Wir haben uns also auch viel mit Membranen beschäftigt, Zytoskelett, intrazelluläre Transportvorgänge, dann eben auch mit dem Energiestoffwechsel, den ganzen biochemischen Prozessen in den Mitochondrien und im Zytoplasma. Auch Genetik war sowohl im Modul 2 als auch im Modul 3 relevant. In Modul 2 haben wir uns in der Nukleotide-Woche dann erstmal mit Grundlagen beschäftigt und in Modul 3 hatten wir dann auch noch eine Woche, in der es ganz viel um Genexpression und Regulation ging. Man fängt in Modul 3 auch ein bisschen mit physiologischen Grundlagen an, gerade was Signalübermittlung angeht, spezifisch so Muskelkontraktion und so ein paar physiologische Grundlagen lernt man schon mal in Modul 3 im Hinblick auf Modul 4. Modul 4 ist nämlich Neurophysiologie. Modul 4 ist ja nur 3 Wochen lang, wie ich erwähnt hatte. Das Semester ist nämlich dann schon vorbei. Und die ersten beiden Wochen beschäftigt man sich pur mit Neurophysiologie. Das heißt, wie Signale und Reize weitergeleitet werden. Man beschäftigt sich mit dem Nervensystem. Hier wird es auch zum ersten Mal ein bisschen physikalischer, aber auch gut machbar. Also man muss nicht super gut in Physik gewesen sein, um das zu verstehen. Und die dritte Woche von Modul 4 beschäftigt sich mit einem Einstieg in die Endokrinologie, also so der Lehre von Hormonen. Da bin ich gerade noch nicht, aber da freue ich mich total drauf. Also als Überblick, das erste Semester im Modellstudiengang in Berlin hat eigentlich nur 3 prüfungsrelevante Monate. Normalerweise in den kommenden Semestern sind natürlich alle 4 Monate prüfungsrelevant. Man beschäftigt sich in den einzelnen Modulen. Man hat 4 Module immer mit unterschiedlichen Oberthemen. Und im ersten Semester beschäftigt man sich erst mit Grundlagen der Biochemie in Modul 2. Dann in Modul 3 beschäftigt man sich ganz viel mit der Zelle, mit dem Energiestoffwechsel, mit Membranen, mit Transportvorgängen, mit Genexpression. Also ganz viel Zellbiologie oder Biochemie eher gesagt. Und im Modul 4 beschäftigt man sich dann mit dem Einstieg in die Physiologie, indem man sich mit Neurophysiologie beschäftigt und eben auch mit einem Einstieg in die Endokrinologie. Also man lernt auf jeden Fall erstmal viele Grundlagen, die man braucht, um zelluläre, physiologische Prozesse im Körper zu verstehen. Und im Rahmen dessen wollte ich euch vielleicht auch nochmal einen Überblick über die Wochen geben. Man hat natürlich Vorlesungen, die werden im Moment als Videos quasi hochgeladen. Das sind immer so mindestens 7 Vorlesungen die Woche, würde ich sagen. Und die sind nicht live, das heißt, man kann sich die angucken, wann man möchte. Was ich eigentlich sehr schön fand, weil ich dann immer schon am Wochenende vor der Woche alle Vorlesungen fertig geguckt und nachgearbeitet hatte und dann in der Woche halt nur die Live-Veranstaltung hatte, was halt immer noch genug war. Aber dadurch kann man sich so ein bisschen mehr aufteilen, wann man was guckt und wann man was bearbeitet. Das ist natürlich, sobald Uni irgendwann nicht mehr online ist, nicht mehr der Fall. Da hat man dann feste Termine für die Vorlesungen. Aber im Moment ist man da sehr flexibel. Dann hat man 3 Live-Seminare die Woche, 90 Minuten. Seminare sind quasi
so ähnlich wie eine Vorlesung, aber die sind eben live in Microsoft Teams und sind auch ein bisschen interaktiv. Also man muss Fragen beantworten, man kriegt vielleicht kleine Aufgaben gestellt. Aber sonst ist es vor allem auch einfach eine Lehrveranstaltung, in der man ähnlich wie in einer Vorlesung neue Inhalte lernt, aber eben auch ein bisschen mehr Fragen stellen kann, die Inhalte diskutieren kann. Bei uns ist das meistens so, dass die Seminare dann eben die komplexesten Inhalte der Woche beinhalten, damit man da eben direkt Rückfragen stellen kann. Dann haben wir ein Praktikum die Woche. Das ist meistens so um die 3 Stunden lang. Und das wäre, hätten wir in Präsenzuni ein Laborpraktikum. Das heißt, man beschäftigt sich mit diagnostischen Methoden, mit Laborexperimenten. Natürlich machen wir die Experimente dann nicht selber, was sehr schade ist. Aber in der Veranstaltung werden dann immer erst theoretische Grundlagen vermittelt. Und im zweiten Teil guckt man sich dann Videos von Experimenten an oder so und bespricht die. Meistens haben wir dann auch einige Aufgaben, die wir dann erstmal für eine halbe Stunde oder so alleine bearbeiten sollen. Dann besprechen wir die. Ich muss sagen, für mich persönlich ist das Praktikum das Einzige, was ich online echt schwierig finde, weil das halt eigentlich im Labor wäre. Und ich denke, im Labor nimmt man da einfach deutlich mehr mit, als wenn man sich ein Experiment auf dem Bildschirm anguckt. Dann haben wir auch einmal die Woche POL, das steht für problemorientiertes Lernen. Das ist ein Gruppenformat, da sind immer 9 Leute in einer Gruppe und man kriegt einen Fall, also irgendeinen Patientenfall. Da steht irgendeine Erkrankung im Vordergrund, die in der Regel auch irgendwas damit zu tun hat, was man in der Woche an Theorie gelernt hat. Also zum Beispiel, wenn man gerade ganz viel in Biochemie über den Energiestoffwechsel lernt, dann hätte man bei POL als Fall eine Mitochondriopathie oder so. Also einfach Erkrankungen, die auf dem basieren, was man theoretisch gelernt hat im Rahmen der Biochemie oder der Physiologie. In der Gruppe versucht man dann immer ein bisschen herauszufinden, was die Person hat und sich bewusst zu machen, was man nicht weiß über die Erkrankung. Und dann erarbeitet man sich Lernziele. Das heißt quasi Aufgaben oder Themen, mit denen man sich bis zur nächsten POL-Sitzung beschäftigen soll. Und diese Lernziele erarbeitet man sich dann selber. Man recherchiert, man lernt mehr über die Erkrankung, über die Pathogenese, über die Therapie, über die Diagnostik, je nachdem, was man für Lernziele aufgestellt hat. Und im nächsten POL-Meeting bespricht man dann erstmal den alten Fall, bespricht alles, was man herausgefunden und gelernt hat, ergänzt sich, diskutiert gegebenenfalls darüber, was man gefunden hat. Und dann kriegt man wieder den nächsten Fall, bespricht den, stellt Lernziele auf. Dann haben wir noch KIT, das steht für Kommunikation, Interaktion und Teamarbeit. Und das haben wir, glaube ich, nur so einmal im Monat, also einmal pro Modul. Und da kriegt man einen Simulationspatienten und eine Person aus derselben Gruppe wie die POL-Gruppe führt dann ein Anamnesegespräch, also im Moment halt auch über Microsoft Teams mit dem Simulationspatienten. Der Patient beschreibt, was er hat, und es geht gar nicht darum herauszufinden, was die Person jetzt hat, sondern mehr darum, die Kommunikation mit Patienten zu üben. Und dann hätte man normalerweise noch einen U-Kurs die Woche, das steht für Untersuchungskurs, der wäre, glaube ich, so 2 Stunden lang oder 1,5 Stunden lang, und der ist leider komplett ausgefallen in meinem Semester, weil eben alles online ist und die U-Kurse werden bei uns irgendwann nochmal geblockt nachgeholt. In den Untersuchungskursen hat man quasi Unterricht direkt an echten Patienten und lernt eben entsprechende Untersuchungen in verschiedenen Fachbereichen, lernt vielleicht auch ein bisschen mehr über die Anamnese. Aber darüber kann ich leider gar nicht so viel sagen, weil ich das nicht hatte. Und ich freue mich, wenn das irgendwann nachgeholt wird. Also als Übersicht, man hat ja ungefähr mindestens 7 Vorlesungen die Woche, 3 Live-Seminare, ein Praktikum, einmal POL, einmal im Monat KIT und die Untersuchungskurse hätte man, glaube ich, auch fast einmal die Woche, ich glaube ein bisschen seltener, aber ja, so alle 1 bis 2 Wochen. Wie vorhin schon erwähnt, hat man auch eine klinische Vorlesung die Woche. Das heißt, man kriegt eine Fallvorstellung von dem Patienten. Ich glaube, in Präsenz wäre dann auch wirklich ein echter Patient mit im Hörsaal. Und in dieser Vorlesung wird eine Erkrankung eben auch vorgestellt, die mit dem zu tun hat, was man in der Woche ja rein biochemisch, physiologisch gelernt hat. Auch super cool, wie ich finde. Es ist sehr interessant, weil man auch direkt versteht, wofür man die Inhalte wissen muss, wofür die relevant sind, dass man die braucht, um später klinische Inhalte besser verstehen zu können. Dementsprechend finde ich das sehr motivierend am Modellstudiengang, dass man eben nicht mehr diese ganz strikte Auftrennung hat zwischen Klinik und Vorklinik. Wie gesagt, natürlich bei weitem nicht so detailliert,
wie man das später in den klinischen Semestern macht. Aber man kriegt halt schon mal einen Überblick. Und dann im 5. bis 10. Semester, in den rein klinischen Semestern, behandelt man die ganzen Erkrankungen und so dann nochmal viel tiefgehender. Dann vielleicht noch über die Prüfung. Man hat im 1. Semester nur eine Prüfung über den Inhalt der 3 prüfungsrelevanten Module, also nicht mehrere Prüfungen irgendwie pro Modul oder so, sondern eine Prüfung, in der dann Fragen über alle Module durchmischt drankommen. In den kommenden Semestern hat man auch SMPP-Prüfungen, das sind mündliche Stationenprüfungen, ich glaube nach dem 2. Semester und nach dem 4. Semester. Und ich glaube im 3. Semester hat man auch eine mündliche Anatomie-Stationenprüfung, aber jetzt im 1. Semester ist es verhältnismäßig noch entspannt, da hat man nur eine schriftliche Prüfung über das ganze Semester. Im nächsten Semester erwartet mich dann sowohl eine schriftliche Prüfung über das ganze Semester als auch die SMPP über das gesamte 1. und 2. Semester. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt noch einige Fragen aufgekommen sind. Ich weiß nicht, ob ich alles so verständlich erklärt habe, gerade wenn man das Unisystem oder das System eines Modellstudiums noch nicht kennt. Dementsprechend schreibt mir gerne all eure Fragen in die Kommentare. Dann kann ich vielleicht, falls überhaupt noch viele Fragen bestehen, einfach noch einen Q&A-Film und die Fragen beantworten. Und sonst will ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen einen Überblick über das 1. Semester gegeben im Modellstudiengang in Berlin. Und sonst schicke ich euch ganz viel Liebe. Bis zu meinem nächsten Video. Ciao.